Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play zu Grimtown. Es hat sich sehr viel getan. Ich habe ein paar Charakter gespielt. Hier zum Beispiel der Necro ist am weitesten. Und bin so weit geübt, dass ich jetzt eigentlich immer auf Schwierigkeitsgrad Veteran spiele. Und ja, weil es jetzt auch eben viele Patches rausgekommen, also sind glaube ich drei Patches rausgekommen oder Hotfix. Und der dritte Akt ist jetzt komplett. Es gibt, glaube ich, auch einen Schwierigkeitsgrad mehr oder so. Und ja, es wurde einfach ein bisschen motivierter gestaltet. Und deshalb möchte ich das Let's Play jetzt gerne weitermachen. Oh, schöne, schöne. Sieht interessant aus da drin. Gut, also, dann machen wir den Charakter hier weiter. Ich hoffe einfach, der hat jetzt nichts Negatives daran, dass es eben paar Patches her ist, aber ich denke nicht. So. Gut. Wo waren wir? Mal den Skillbaum anschauen. Ja, halt noch nicht so weit. Aber das machen wir jetzt in den nächsten Parts recht schnell vorwärts. Kann man hier schon rein? Ja, gut. Hier haben wir die Quests angenommen. Jetzt will ich mal kurz schauen, was ich da für Items drin habe, weil ich die gerne nicht benutzen will. Weil wir alles neu haben will. Ich mache die dann mal raus auf einen Muli-Charakter, weil diese Items eben ich nicht haben will, benutzen will im Let's Play. Wir wollen ja die Items alle selber finden. So. Skill-Trainer müssen wir nicht gehen. Also, dann machen wir mal weiter. Ich muss mal kurz schauen, vielleicht ein bisschen leiser machen noch. Effekte, Musik, Umgebung, Dialoge. So, ich hoffe, so ist es angenehm. Gut, der Händler. Ja, wir haben wenig Gold. Fernkampfwaffen. Das wäre etwas Gutes, aber wir haben einfach zu wenig Gold. Schade. Der wäre richtig geil. Nun gut, nehmen wir die Pistole halt nicht. Machen einfach weiter. Wir haben hier das Portal, wo wir überall hin können. Wir haben ein Portal schon gefunden, ein anderes. Jetzt können wir hier hin. So. Oh, ich bin auf Veteran. Oder? Ja, ich habe Veteran gelassen und die sind eigentlich schnell da gewesen. Also wir machen schon recht viel Schaden. So. Es ist auch einer der am angenehmsten zu spielenden Charakterbilds, weil er einfach, ja, erstens Fernkämpfer ist, schneller Fernkämpfer ist und auch viel Schaden macht, viel AOE-Schaden. Ob wir dann einen zweiten Charakter dann noch hochziehen oder so, das, ja, das könnt ihr am besten, ja, euch wünschen. Und auch andere Dinge dürft ihr wünschen. Also wenn ihr irgendwas sehen wollt oder wenn ich farmen soll, wenn ich Story weitermachen soll und so, dürft ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Mal schauen. Vielleicht kennt ihr ja das Spiel sogar besser als ich. Könnt mir Tipps geben oder sonst irgendwas. Dann dürft ihr das natürlich auch gerne unten hinschreiben. So, ein Silberring, okay. Mal kurz schauen. Den haben wir ausgerüstet. Wow! Okay, nicht so gute Attribute, aber. Also nicht so gute Bonis, aber. Angenehm. Und das Projekt, das mache ich jetzt wirklich relativ oft, weil es einfach ein gutes Spiel ist, aber damals ein bisschen untergegangen ist. Weil ich da immer weniger Zeit hatte und ja, die anderen Projekte natürlich ein bisschen wichtiger waren. Aber jetzt habe ich mehr Zeit wieder, jetzt kann ich auch Grimdown Let's Playen, so gut wie es geht. So, der geht leider ein bisschen, aber den farme ich gerne ein bisschen am Anfang mit einem neuen Charakter.
sondern die Quest dann einfach folgen, mache ich den Boss einfach ein paar Mal. So. Und wie ihr seht, er gibt eigentlich recht gute Sachen. Vor allem diese Komponenten, wo man dann zu einem großen machen kann, zu einem vollständigen. So. Ein Schild, Gladius, eine Tunika. Die Tunika ist besser, ja. Gut. Blitzwiderstand plus 11 Raffinesse ist besser, aber hat weniger Rüstung. Raffinesse ist wahrscheinlich besser. Ich muss kurz schauen, wo ist Rüstungswert da? Ja, eins weniger. Mache ich lieber Raffinesse für mehr Damage. Und hier Konstitution haben wir noch nicht genügend. Okay. Wir müssen nämlich noch die großen Zombies töten. Weil hier drin gibt es schon ein paar, aber ich habe jetzt, glaube ich, nur einen gehabt. Na gut. Hallo? So. Töten? Gut. Erdekristalle müssen wir auch für eine Quest sammeln. Schrott haben wir wahrscheinlich alles gesammelt, aber das können wir zum Kräften, glaube ich, noch gebrauchen später. Ja, man hat so eine Schmiede, also ein Schmied, wo man Sachen dann verbessern kann oder Neues craften kann. Und außerdem gibt es einen Kopfgeldtisch, wenn wir genug Ansehen haben bei den Devil's Crossing. Also wenn wir hier tolerierend gelehrt haben, ja, gelehrt ist es, dann können wir auch Kopfgeldaufträge machen. Ich weiß jetzt nicht genau, Ätherische sind wahrscheinlich immer feindselig, außer man kann sie dann wegmachen und dann hat man hier auch gehasst und MS ist weg. Ich weiß es nicht, also wir können das gerne dann mal ausprobieren, aber Ruf erhalten, man bekommt keinen Ruf wahrscheinlich. Ja, okay. Ich hätte gerne mal bei den Bösen sein wollen. Und das geht halt hier nicht. Aber ist auch gut. Also ja, es hat auch einen positiven Sinn, oder? So, jetzt können wir nämlich auch oben durchgehen. Und sind dann in einem besseren Gebiet als diese Müllgrube. Da ist der Große. Ja, 2 von 15, seht ihr. Die müssen wir töten. Da ist der Dritte. So schießen wir die ab. Ich mag es irgendwie so. Es ist zwar ein bisschen monoton zu spielen, aber ja, die anderen sind noch monoton. Also, ich weiß es nicht. Mir gefallen einfach die Charakterklassen in diesem Game nicht. Sie sind zwar innovativ, aber die Skills sind manchmal richtig nervig oder unnütz. Da muss noch ein bisschen gearbeitet werden, aber ich bin guter Dinge, die haben schon so viel Gutes gemacht in diesem Game. Es macht später richtig viel Bock. Oh, eine Repetierbüsse. Gut. Und ein Level Up. Also, was ich nehmen will, ist dann noch dieses rachsüchtige Flamme mit wo ist das dann? Ah, Lähmung. Gut, 33% Chance für Lähmung. Das ist das Wichtige, da müssen wir eigentlich Ulti Zwinstorn nicht dabei mitnehmen, okay. Aber wir haben ja hier in Planung eigentlich das hoch zu machen. Was sollen wir das hoch machen? Eigentlich schon. So viel Eier brauchen wir jetzt gerade im Moment nicht. Ja, Verbrennungsschaden, der geht hoch. Der geht höher als hier. Aber, ja, hier gibt es gar keinen Verbrennungsschaden. Ich denke mal, ich mache einen hier und einen hier. Ich, am besten. Gut, und hier haben wir ja gesagt, wir wollen einfach ein bisschen Konstitution haben für das Schild und für später. Das ist leider langsam.
Geist 6%, nein. Blutungsdauer haben wir, also Blutung haben wir, glaube ich, gar nicht. Ist unnütz. So. Also der Blutung, der Brandschaden, der ist recht hoch. Ich habe jetzt einmal geschossen und der ist eigentlich verbrannt. Also ihr seht, wie schnell das runtergeht. Das ist mal richtig praktisch. Und die wollen auch kurz noch drankommen. So. Boah, zerfetzen wir sie. Wir haben ja sonst nichts zu tun. So. Also, jetzt kommen wir wieder ein bisschen etwas schöneres Gebiet. Und auch bessere Gegner. Als Zombies, die sind wirklich faul. Die müssten wirklich mal ein bisschen Marathon laufen oder so. Damit sie wieder fit werden. So, hier unten ist das, ist die Höhle, wo wir reingegangen sind. Hier haben wir eine Truhe. Ein Kupferring. Oh nö. Oh Mann, die hasse ich. Diese Giftwanzen. Das sind scheiße Gegner. Oh, wer hat meine Badewanne hier hingeschossen? So eine Frischheit. Und die Laterne, die glüht immer noch. So. Wie geht das Gift? Mal kurz schauen. Ja, hier oben. Ah, da waren wir damals sogar schon kurz. So. Also, was haben wir hier oben? Ratten. Oder was das sind? Knirscher. Ja, Schrott. Das ist mein Boot. Aha. Oder jemand anderen sein Boot. Vor allem ein Boot. Ein schönes Boot. Und die Badewanne ist das Bootshäuschen. Da kann man die Badewanne hier drauf machen und in den See stechen oder in den Sumpf eher. Und ich erzähle wieder Scheiße, ich weiß. Aber hier ist es genauso hässlich wie auf der Müllgrube. So. Ah, schön AOE, das mag ich. Es ist einfach viel besser. Also, damals in Diablo 2 hatte ich einen Ice-Shot-Charakter. Und der war auch sehr cool, weil es einfach... Ja, man denkt einfach, es ist ein Schütze. Er hat eigentlich nur Einzelschaden. Aber wenn man jetzt so etwas geskillt hat, dann hat man plötzlich auch AOE-Schaden. Und das ist einfach so ein bisschen... Ja, schon erholend. So. Jetzt müssen wir aber ein bisschen unten bleiben, weil wir auch rechts erkunden sollten. Weil erkunden ist in diesem Spiel eigentlich relativ wichtig. Nicht ganz so wichtig natürlich, aber man kann immer wieder auf diese Monster mit den Sternen, also die Boss, also die Monster-Boss-Ding, also nicht die Akt-Boss oder so, sondern ja einfach die stärkeren Gegner. Und die droppen extrem gut. Sind dafür auch ein Veteran, haben die extrem viel Leben. Also müssen wir aufpassen oder viel Damage kloppen. Mal schauen, was das Beste zwischen Defensive und Offensive ist. Weil ich will ja auch keinen Glasken-Charakter machen. Sondern einer, der Spaß macht. Wo man nicht immer die ganze Zeit auf die Lebensenergie schauen muss. Oder den Heilknopf. Den ich übrigens jetzt wieder hier hin tue, weil ich da besser dran komme, mache. So. Also, dann haben wir hier noch nicht aufgedeckt. Gehen wir unten durch. Da ist nämlich irgendwo noch eine Höhle, die ist immer zufällig. Und die beherbergt auch so ein Sternenmonster. Oder ein Monster, das keinen Stern hat, aber einfach ein Boss ist. Und ja, genau weiß ich den nicht. Den habe ich nämlich nie gemacht, weil ich immer durchgerascht bin.
hier gerade. Aber im Let's Play möchte ich gerne einfach alles zeigen, weil ich sowieso ein Let's Player bin, der immer eigentlich 100% zockt. Damit ihr einfach den Luxus habt. Und das mache ich natürlich auch sehr originell, also sehr, dass es nicht langweilig ist. Und meistens so, dass ich für die Leute, die das Game nicht 100% sehen wollen, dass die dann das Spiel schon fertig sehen können, ohne die ganze Zeit aufgehalten zu werden. Aber vor allem am Anfang, wenn die Gegenden noch nicht so groß sind, möchte ich gerne alles zeigen, weil es halt einfach dazu gehört ein bisschen, aber auch nicht zu viel Zeit verfrisst. So, wir haben noch etwas. Weil der Charakter, der muss die ganze Zeit stärker werden. Also, wenn man durchrascht, dann ist man schnell nicht mehr so gut. 11 Raffinesse, Frostband schauen. Naja. Frostbrandschaden haben wir nicht. Machen aber Frostbrandschaden durch die 6 Frostbrandschaden. Energieabsorption bei feindlichen Zaubern. Also da bekommen wir wahrscheinlich das Mana, also die Energie wieder. Wenn sie ein Zauber uns trifft. Bin ich am Überleben. Raffinesse ist schon viel stärker, oder? Ich weiß es gar nicht, wie stark Raffinesse ist. Nun gut, ich lasse jetzt diesen Helm einfach mal. Hier ist die Höhle. Also an ihrem Meistplatz. Hier ist die Höhle am meisten, aber sie ist manchmal auch oben links. Also hier. Hier ist die Höhle manchmal auch. So. Ich möchte gerne, weil wir jetzt sowieso genug stark sind, mal die Punkte hier alles reintun. Damit wir einfach dann noch diesen statischen Schlag haben. Und später den Schwefel. Den Schwefel hatte ich noch nie, weil ich noch nie einen so großen Charakter hatte. Das ist ja 50 Attributspunkte durch 3. Mal 3. Nein, durch 3. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie man das aussieht. Ich bin jetzt faul zum Denken. So, Raffinesse bitte. Nein. Konstitution. Für das Schild. Da haben wir dann die Raffinesse drauf. Gut, zum guten Glück kann man das zurück machen. Rückgängig machen, bis man das Inventar schließt wieder. So. Also. Wir müssen hier also einen Boss töten in dieser Höhle. Die ist nicht groß. Aber ich treffe fast nicht gut, weil die Gebiete halt ein bisschen hügelig sind hier. Wenig Leben, aber ich hab ja Heiltrank. So. Ja, wir haben 26 Heiltränke. Ich kann mal eins saufen. Saufen wir eins auf das Leben. Wasser. Lasst mich in Frieden, das ist nicht angenehm. Wasser, nein, Ah, Mann, du nervst. Ja, da kein Stern. Das ist einfach einer der violetten Gegner. Keine Wasser. Milchgruben-Gegner. Bist du faul? Kannst nicht mal mehr schießen, hast kein Mana mehr. Oder was? Hit and run, hit and run. Ah, zu spät. So. Gut. Clownfetisch, das ist ein Amulett. Schauen wir kurz. 2 Gesundheitsregeneration pro Sekunde. 3% Leben, 9 und 16, 9 und 2, ja, ist viel schlechter. Dann. Ja, geht's weiter.
So. Da oben sind noch Gegner. Nehmen wir Schrott noch mit. Gut. Also, dann geht's weiter. Da oben ist dann wieder so ein Portal, wo wir, also Wegpunkt. Ja, hier rechts müssen wir eigentlich nicht so viel machen. Ich möchte lieber da kurz noch zum Portal kommen. Damit wir kurz zurück können zum Händler. Man kann natürlich auch hier drauf klicken. Dann öffnet uns ein Stadtportal. Aber ja, unser Inventar ist ja gar noch nicht voll, also noch nicht nötig gerade. Den habe ich im Liegen abgeschossen. So, hier haben wir nichts mehr. Dann gehen wir mal außen herum. Was ist da? Da sind gar keine Gegner. Da ist die. Ah ja, jetzt kommen sie. Sie kommen angerannt in den Tod, in den Flammentod. Der Flammentod grüßt euch. Und der Zerfetzungston. Schlimm für die Gegner, schlimm. Also das Spiel ist sehr ausschlagekräftig bei dem Splatter-Effekt. Aber das bedeutet in diesem Game eigentlich auch, dass wir zu viel Damage machen. So niedlich, oder? Aber das ist wirklich niedlich. Ah, oh, die Blutungsmücken mag ich nicht so. Die machen immer, dass man blutet. Na, hier ist nicht mehr viel. Ich will aber auch ein bisschen hier bleiben. Nicht zu weit nach Norden. Ja, toll. Oh, hau ab. Haha. Ich lasse mich nicht treffen. Ich will nicht bluten. So. Kakerlakenmücke. So. Das Portal ist dann rechts. Nein, links. Am Weg. Ah, jetzt kommen die Gegner. Da ist am besten hinten dran. Gut. Diese Silf-Helsketten brauchen wir 3 davon. Ja, die Quest habe ich heute in einem früheren Part angenommen. So. Die könnt ihr im vorherigen Part schauen. Die Playlist ist im Kanal. Und dort seht ihr dann, wo die anderen Parts sind. So. Oh. Was das für ein Effekt ist, das ist irgendwie so kristallin oder so, weiß nicht, Corruption. Dass das so blau ist. Gut, also dann gehen wir zum Portal und dann mal zurück. Wir haben ein paar Quests zum Abschließen. Wir müssen halt dort die großen Zombies noch irgendwo finden und töten. Können wir dann im nächsten Part nochmals in der Höhle oder nach der Höhle? Ja. Also in diesem Gebiet nach der Höhle machen. Besiegen. So. Hier haben wir auch wieder so einen Steinkreis. Die haben immer schöne Truhe drin. Da, also so. Ja, Behälter, Steinaltar. Ah, Altar ist es. So. Aber eben, droppen tun eigentlich nur die Sternenmonster gut. Also auch blaue Items, die sollten eigentlich jetzt schon droppen können, aber... ja, die sind halt recht selten. Das sind Unique-Items oder auch Set-Items. Und die sind nun mal selten.
Aber finden die sich schon bald. Es ist ja kein Bild, der so extrem auf Items abhängig ist. Deshalb kann ich da auch ohne diese blauen Items schon weit kommen. So, jetzt haben wir es geschafft. Der Weg war hier kaputt und wir mussten ringsum gehen. Und jetzt sind wir auf der anderen Seite des Weges. Gut. Jo. Ja, hier ist nichts mehr. Hier ist noch menschliche Überreste. Jetzt können wir die zweite Klasse nehmen. Wir können zwei Klassen wählen. Eins ist ja die Sprengmeisterin und die zweite ist die Schattenklingen. Also die Schattenklinge. Damit wir zwei Einhandwaffen tragen können, machen wir gleich hier oben zwei Klingen. Und da müssen wir eigentlich nur eins reintun. Es macht zwar recht guten Damage, aber sonst auch nichts. Ja, die anderen brauchen wir nicht. Jetzt möchte ich noch gerne die zwei, oder die, den einen, ja, wir haben zwei auf den anderen bei Schattenklingen verwendet, den einen hier nochmals drauf. Ich möchte das auf 12 haben, damit wir Maximum AOE haben. Außer also eben durch Fähigkeitenpunkte auf den Items können wir den noch höher machen. Sonst ist er Maximum. Gut, und hier machen wir auf, ja, Konstitution wieder. Wir sollten aber dann später nicht mehr so viel Konstitution. Wie kann ich jetzt zwei Waffen tragen? Hä? Ich kann doch jetzt zwei Waffen tragen. So eine Frechheit. Oder habe ich jetzt also etwas Falsches gemacht? Wie kann man zwei Waffen tragen? Das sind doch Einhandwaffen. Einhänder, ja. Hä? Geht das nicht mehr? Das konnte ich doch damals ausrüsten. Tja. Das ist natürlich schlecht. Oder habe ich den Skill gar nicht? Ich habe ihn doch. Das ist ein Bonus für zwei Nahkampfwaffen. Es geht wirklich nicht. Es geht wirklich nicht auf Fernkampfwaffen. Das ist denn blöd. Mist. Ich hätte es zuerst lesen sollen. Nun gut. Wir können das zurücksetzen wahrscheinlich. Was sollen wir sonst nehmen für eine Klasse? Magi. Also, weiß nicht, wie es Arcanist, glaube ich, heißt die Klasse. So. Ich will kurz schauen, ob man die Klasse auch wegmachen kann, aber nein, ich glaube nicht. Sonst mach ich dann eine neue. Und mach's dann halt so. Ja. Das geht nicht. Was ist das für eine Frechheit? Was ist das für eine Frechheit? Aber wir könnten trotzdem Schattenklinge bleiben. Und hier brauchen wir aber eine Nahkampfwaffe. Wieso ist alles Nahkampfwaffe bei diesem Klasse? Wieso ist Fernkampf eigentlich so unter ja, Nahkampfwaffen. Nahkampf sind eigentlich Okkultisten, Soldat, Schattenklinge, Sprengmeisterin. Alles ist Nahkampf, aber es gibt sehr wenig Fernkampf. Wieso denn? Schaut euch mal das an. Es gibt eigentlich nur diesen Skill, der Fernkampf ist. Alles andere sind Bomben. Ist Magie und Nahkampf hier. Aber ja, Sprengfallen, also Betäubungsbomben. Sonst ist alles völlig, ja, wie soll ich sagen, unter, ja,
dass man eigentlich fast keinen Fernkampf machen kann. Jetzt weiß ich nicht, ob das irgendwas bringt, wenn wir hier weitermachen. Stahlring bringt auch nichts im Fernkampf. Geisterklinge ist auch so ein Ding, das nur für Einzelkämpfer ist oder Gegner in einer Reihe. Klingenfalle ist... Ja, ein Gefängnis brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht. Shit, ich hab ein Problem. Wieso kann man das eigentlich nicht? Sollte doch ein bisschen besser möglich sein. Wir könnten sonst Nahkämpfer spielen, aber dann haben wir kein AOE-Damage. Dann müssen wir hier auch rausnehmen. Was sind eigentlich Sprengfall? Also Spreng... Ist das eher Magie oder ist das Nahkampfschaden? Das ist eher Magie, denke ich. Dann hätten wir hier mehr Damage, aber natürlich eben kein AOE mehr. Das ist das Blöde. Ja, dann machen wir sonst im nächsten Part einen neuen Charakter. Einen anderen Charakter, weil für mich ist Fernkampf richtig unter Ding. So. Also. Ich mache jetzt mal die Sachen hier rein. Die brauche ich nicht. Die Tunika, alles was oben rechts ist, ist an uns. Außer natürlich hier die Ding nicht. Die kann ich, muss ich nicht verwenden. Die muss ich nicht drüber tun. Das. Dann mache ich am besten das so. Hier. So. So. Dann sehen wir genau, was uns ist und was von mir im Privaten ist. So. Da können wir noch die Tränke reinmachen. Ich wollte nicht stacken. Okay, die Tränke können wir dann wieder sammeln. Also. Ich überlege mir noch, welche Charakterklasse ich nehme. Und dann machen wir das nächste Mal. Halt nochmal kurz von vorne, aber wir werden gerade linig alle Quests machen, bis wir an diesem Stand sind. Und ja. Also, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler. Bye.